Fürstentum Reuß im heutigen Thüringen 1869. Zu jener Zeit ist in der deutschen Sprache ein Orthographiestreit in vollem Gange. Der neue Direktor des Ruthenäum genannten Gymnasiums wird hierbei eine entscheidende Rolle spielen. Konrad Duden. Er hat die schwierige Aufgabe übernommen, das Gymnasium in Schleiz zu reformieren, um es vor der Schließung zu bewahren. Ihm wird schnell bewusst, dass eine gewaltige Herausforderung vor ihm liegt. Denn seine Schüler kommen zwar aus einem Umkreis von nur 50 Kilometern, sind aber aus 7 verschiedenen deutschen Staaten und sprechen ebenso viele verschiedene Dialekte. Wie in einem Brennglas zeigt sich am Ruthenäum in Schleiz die deutsche Kleinstaaterei und die Vielfalt der deutschen Sprache. Konrad Duden wird hier den Grundstock für ein epochales Werk schaffen und wird zur Ikone der deutschen Orthographie aufsteigen. Denn bis heute ist der Name Duden das Synonym für die deutsche Rechtschreibung. Die Probleme mit der Orthographie in Schleiz sind symptomatisch für das gesamte deutschsprachige Gebiet. Zu Dudens Zeit existieren 39 souveräne, meist kleinere Länder, von denen viele ein eigenes Münz-, Maß- und Gewichtssystem besitzen. Zahlreiche Zollschranken behindern den Handel und Warenverkehr. Und es gibt weitere Probleme. Zu den vielen Dialekten kommt die unterschiedliche Schreibweise einzelner Wörter. Eine verbindliche, einheitliche Rechtschreibung gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Deshalb ist ein Streit um die richtige Orthographie der deutschen Sprache entbrannt. Und es wird sehr lange dauern, bis man sich auf eine gemeinsame Rechtschreibung der deutschen Sprache einigen kann. Dies liegt auch an ihrer Geschichte. Die Anfänge der deutschen Sprache sind nur bruchstückhaft überliefert. Zwischen 500 und 700 entwickelten sich aus dem Germanischen die Dialekte, die wir heute Deutsch nennen. Mitteleuropa war zu dieser Zeit ein recht ungastlicher Ort. Das Land war dicht mit Wald bewachsen und die Dörfer und Felder lagen weit verstreut in einem fast undurchdringlichen Dickicht aus grünem Laub. Der Lebenskreis der Menschen war auf den Wohnort und die nähere Umgebung beschränkt. Jenseits des Dorfes begann für die Germanen das Unbekannte. Dort zu sein hieß Elilenti zu sein. Noch im Mittelhochdeutschen hieß Elende die Fremde. Und noch heute ist einem Elend zumute, wenn man die Heimat verlassen muss. Die Wurzel der deutschen Sprache ist das Nordwestgermanische. Das setzt sich zusammen aus zwei Zweigen. Zum einen dem Westgermanischen. Dazu gehören die heutigen Sprachen Deutsch, Englisch, Niederländisch, Friesisch und Jiddisch. Und zum anderen haben wir das Nordgermanische. Dazu gehören Schwedisch, Norwegisch, Dänisch und Isländisch. Vom Klang her ist das Germanische dem heutigen Plattdeutsch ähnlicher als dem Hochdeutschen. Denn Mitte des ersten Jahrtausends kam es zur hochdeutschen Lautverschiebung. Ein Vorgang, der bis zu Konrad Dudens Zeit noch zu großen Problemen führen sollte. Die Menschen der südlichen Regionen sprachen nun bestimmte Wörter anders aus. Der Konsonant P wurde zu F, T zu Z oder S und das K zu CH. So wurde aus Appel Apfel, Watt wurde was und aus Melk wurde Milch.
Die hochdeutsche Lautverschiebung hatte Auswirkungen bis in Konrad Dudens Zeit. Denn die richtige Schreibweise der verschobenen Laute wird auch für die Orthographiereformer eine Rolle spielen. Das älteste schriftliche Zeugnis einer germanischen Sprache und daher sehr bedeutend für die Sprachgeschichte ist die gotische Wulfiler Bibel, die 375 im heutigen Bulgarien entstanden ist. Für die Übersetzung der Bibel entwickelte ihr Autor, Bischof Wulfiler, eine eigene Schrift mit griechischen, lateinischen und runischen Buchstaben. Runenschreiben heißt im Germanischen Vritan. Dies findet man heute noch im Englischen to write, aber auch in den deutschen Wörtern ritzen, reißen oder Reißbrett. Der Sage nach hat Odin, auch genannt Wotan, also der germanische Göttervater, die Runen erfunden. Und zwar hat er sich sozusagen einer extremen Meditation unterzogen. Er hat sich einen Speer durch die Brust gerammt, hat sich mit diesem Speer zwischen den Zweigen eines Astes aufgehängt und hat währenddessen verschiedene Visionen empfangen, unter anderem auch die Vision, wie man Runen ritzt und wie man diese Runen zu magischen Zwecken einsetzen kann. Die ältesten gesicherten Runenfunde stammen aus dem 2. Jahrhundert. Das Runenalphabet bestand aus 24 Runen, nur zwei weniger als unser heutiges Alphabet. Es wird nach seinen ersten 6 Lauten Futhark genannt. Doch die Runen waren mehr als nur Buchstaben. Jede Rune hatte einen eigenen Namen, der mit dem betreffenden Laut begann. Die Rune F zum Beispiel hieß Fehu, heute Vieh und Vermögen, was damals ein und dasselbe war. Etwa 6500 Runeninschriften sind bislang entdeckt. Aber nur wenige Ausgewählte beherrschten damals die Runenschrift. Benutzt wurde sie vor allem für kurze Mitteilungen, Sprüche oder magische Formeln. Längere Texte oder gar Bücher finden sich nicht. Im 7. Jahrhundert verschwanden die Runen in den heutigen deutschsprachigen Gebieten allmählich. Jetzt übernahm man auch hier die lateinischen Buchstaben. Daraus entstanden aber Probleme mit der Schreibweise, die auch in Konrad Dudens Zeiten noch nicht vollständig gelöst sind. Konrad Alexander Friedrich Duden wird am 3. Januar 1829 auf Gut Bossigt in Lackhausen bei Wesel am Niederrhein geboren. Seine Eltern sind Johann Konrad Duden und dessen Frau Juliane Charlotte, geborene Monnier. Dudens Familie ist von alters her im Rheinland ansässig. Auf dem Gut unterhält sein Vater eine Branntweinbrennerei, die er aber bald aufgeben muss. Die finanzielle Lage der Familie ist schlecht und soll sich auch während Konrad Dudens Kindheit nicht verbessern. 1830, nur ein Jahr nach Konrad Dudens Geburt, kommt es zur Julirevolution in Frankreich. Auch in den Staaten des Deutschen Bundes gärt es. 1806 hatten die napoleonischen Truppen fast das ganze Land besetzt. Von einem eigenständigen Staat war man weit entfernt. Aber nach den Siegen gegen Napoleon 1813 in der Völkerschlacht bei Leipzig und 1815 bei Waterloo hatten die Kämpfer der Befreiungskriege die Hoffnung, eine staatliche Einheit erreichen zu können. Das Bürgertum fordert Handelsfreiheit, die Bauern die Befreiung vom Feudalsystem. Dies wurde aber ebenso wenig verwirklicht wie die zugesagten Verfassungen, die Presse und die Meinungsfreiheit. Es kam in einigen Städten und Landstrichen zu Aufständen, zu Verfassungskämpfen. Zentren dieser Aufstände waren die Universitäten. Diese Aufstände waren aber nicht von Erfolg gekrönt, weil die Interessen der Bürger, der Handwerker und der Bauern auseinandergingen, sodass sie sich nicht auf gemeinsame Ziele einigen konnten. Die Fürsten konnten die Bürger mit leichten Zugeständnissen abspeisen und diese Aufstände insgesamt abwehren. 1833 muss die Familie Duden Gut Bossigt verlassen und zieht nach Wesel in die Rheinstraße. Während der nächsten Jahre müssen die Dudens mehrfach die Wohnung wechseln.
Konrad Duden hat sehr wohlhabende Vorfahren und seine Familie beiderseits, mütterlicherseits und väterlicherseits, entsprang auch Weseler angesehenen Familien. Aber leider hatte sein Vater weder wirtschaftliches noch finanzielles Glück und stürzte die Familie von einem finanziellen Desaster ins andere. 1837 zieht der Vater nach Dienstlaken, alleine. Die Familie bleibt vorerst in Wesel zurück. Dudens Mutter Juliane Charlotte versucht jetzt, ihre beiden 10 und 8 Jahre alten Söhne im Kontubernium, dem evangelischen Waisenhaus, unterzubringen. Es gibt einen Briefwechsel zwischen der Mutter und den Vorsitzenden der Stiftung. Und das ist schon ein längeres Hin und Her, dass die Kinder nun in das Waisenhaus aufgenommen werden, weil es eben nicht der normale Weg war, wenn beide Eltern am Leben sind, die Kinder im Waisenhaus aufzunehmen. Aber im Februar 1838 bekommt sie den Bescheid, dass Konrad Duden und sein älterer Bruder dort aufgenommen werden können. Und somit war sie letztendlich frei, ihrem Mann zu folgen, der inzwischen nach Dienstlaken gezogen war. Also leben Konrad Duden und sein Bruder getrennt von der Familie. Der Aufenthalt oder die Aufnahme ins Waisenhaus war eine Möglichkeit, Schulbildung zu erhalten, denn der Gymnasialbesuch war daran gekoppelt. Und deswegen war die Mutter auch sehr daran interessiert, ihre Kinder da unterzubringen. Aber es war sicher auch damals durchaus nicht der normale Weg. Und es ist darauf zurückzuführen, dass die Familie einfach kein Geld hatte und keine finanziellen Mittel, um das Schulgeld für das Gymnasium zu bezahlen. Im Weseler Gymnasium wird der Grundstein für Konrad Dudens spätere berufliche Laufbahn gelegt. Hier lernt Duden auch Griechisch und Latein. Zu dieser Zeit ist der Lateinunterricht Pflicht. Über Jahrhunderte prägte er das deutsche Schulsystem. Bis ins späte 18. Jahrhundert war Latein neben Deutsch sogar offizielle Sprache. Dabei hat auch die deutsche Sprache eine lange Geschichte. Die ersten altdeutschen Handschriften entstehen in den Jahren nach 700. Geschrieben werden sie von Mönchen. Das sind überhaupt die einzigen, die damals lesen und schreiben konnten. Dementsprechend sind die Texte christlich geprägt. Es handelt sich in erster Linie um Glaubensbekenntnisse, Segenssprüche und Bibelübersetzungen. Es finden sich aber auch vereinzelt Erzählungen und Sagen aus der Welt der heidnischen Götter. Das berühmteste Beispiel sind die Merseburger Zaubersprüche, benannt nach ihrem Fundort, dem Dom zu Merseburg. Heute nennen wir diese Sprache Deutsch, aber als einheitliche Sprache existierte sie damals nicht. Es war eher ein Netzwerk von verwandten Dialekten. Allerdings bemühten sich die Mönche in den Skriptorien ihrer Klöster um eine gewisse Vereinheitlichung der Sprache, zumindest in der Schrift. Insofern kann man sagen, es waren Pioniere im Dickicht einer Sprache, in der es damals weder Wörterbücher noch Orthographieregeln oder Grammatiken gab. Die Mönche griffen auf das lateinische Alphabet zurück, dessen Zeichen aber nicht immer zu den urtümlichen deutschen Lauten passten. So schufen die Mönche das W, das im Lateinischen nicht vorkommt, aus einem doppelten U. Noch heute heißt deshalb der Buchstabe im Englischen W. Die Mönche kombinierten aber auch Buchstaben wie S, C und H zu den Lauten Sch und Ch. Das älteste Zeugnis der deutschen Sprache ist das Abroganz genannte lateinisch-deutsche Wörterverzeichnis, das um 760 von Mönchen in Freising geschrieben wurde. Das Original existiert nicht mehr, aber eine wunderschöne Abschrift aus dem späten 8. Jahrhundert ist in der Klosterbibliothek St. Gallen erhalten. Im frühen 8. Jahrhundert tauchten dann auch erstmals Glossen auf. Das sind Texte, die als deutsche Übersetzungen unter die Wörter oder an den Rand der lateinischen Handschriften geschrieben wurden. Einen weiteren Schub erhielt das Deutsche durch englische Missionare, die die heidnischen Germanen bekehren wollten.
Angelsächsische Missionare wie beispielsweise der heilige Bonifatius spielten auch für die Entwicklung der deutschen Sprache eine wichtige Rolle. Sie ermunterten nämlich ihre deutschen geistlichen Brüder dazu, in der Volkssprache, also auf Deutsch, zu schreiben. Sie selbst hatten damit schon einige Jahrzehnte zuvor in England begonnen, wo sie Altenglisch schrieben. Da es zu dieser Zeit keine deutsche Rechtschreibung gab, entwickelte jedes Kloster sein eigenes Schreibsystem. Dementsprechend viele Varianten finden sich in den alten Schriften. Eine einheitliche Orthographie für die deutsche Sprache wird erst mehrere hundert Jahre später durch die Mithilfe Konrad Dudens entstehen. Konrad Duden ist noch keine 18 Jahre alt, als er im August 1846 seine Reifeprüfung ablegt. Trotz der materiellen Nöte und heikler familiärer Umstände macht er ein gutes Abitur. Aber ausgerechnet im Fach Deutsch reicht es nur zu einem genügend. Noch im selben Jahr immatrikuliert sich Konrad Duden an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn, um Philosophie, klassische Philologie, Geschichte sowie deutsche Sprache und Literatur zu studieren. Er tritt sein Studium in einer politisch sehr bewegten Zeit an. Verschärft wird die politische Lage zwischen 1845 und 1848 durch eine Reihe von Missernten, die zu Seuchen und Hungersnöten führen. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wird immer größer und verschärft sich zu einer grundlegenden Opposition gegen das System. Und eine der wichtigsten Forderungen des Volkes ist noch immer nicht umgesetzt. Der Wunsch nach einem geeinten deutschen Nationalstaat mit demokratischer Verfassung ist nach wie vor stark. Das Wort Deutsch taucht zum ersten Mal bereits im 8. Jahrhundert auf. 786 berichtet der päpstliche Nuntius Georg von Ostia Papst Hadrian I. über zwei Synoden, die in England stattgefunden haben. Und die Beschlüsse, die dort gefasst wurden, wurden nicht nur lateinisch, sondern auch in Theodiske niedergeschrieben. Und Theodiske bedeutet Sprache des Volkes. 788 taucht das Wort Theodiske zum ersten Mal mit der Bedeutung deutsche Sprache auf. Karl der Große klagte den bayerischen Herzog Tassilo des Hochverrats an. Und dieses Vergehen wurde in dem ansonsten lateinischen Text auf Deutsch bezeichnet, und die bei der Verhandlung anwesenden Stämme, die Franken, die Bayern und die Sachsen, werden als Theodiske sprechend bezeichnet. Karl der Große regte auch eine Bildungsreform an. Sie wurde vor allem von den Klöstern getragen und sollte der Verbesserung des Lateinischen dienen, aber auch die Volkssprache pflegen. Das Reich Karls des Großen war ein Vielvölkerreich und erstreckte sich von Nordspanien bis an die Elbe. Karl der Große ist fest davon überzeugt, dass Gott in jeder Sprache angerufen werden kann, nicht nur in den heiligen drei Sprachen, Hebräisch, Latein und Griechisch. Und er möchte, dass jeder Bewohner seines Reiches zumindest das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser auf Deutsch kann. Dadurch entsteht ein verstärkter Bedarf nach Übersetzungen. Sie sollen den Geistlichen, die das Lateinische nicht so gut beherrschen, helfen, die heiligen Texte zu verstehen. Einer der bedeutendsten Übersetzer war der Benediktinermönch Notker Labio. Er war Schulmeister im Kloster St. Gallen am Bodensee und wurde wegen seiner meisterhaften Übersetzungen Teutonicus genannt, der Deutsche. Notker entwickelte eine phonetisch, also lautorientierte Rechtschreibung der deutschen Sprache, die von Sprachwissenschaftlern heute als Notkersches Anlautgesetz bezeichnet wird. Nach dem Tode Karls des Großen übernahmen die Franken im westlichen Teil des Reiches die französische Sprache der Einheimischen. Im späteren Frankreich starb das Deutsche langsam aus. Die Stadt Bonn, damals direkt an dieser Sprachgrenze gelegen, ist später, Mitte des 19. Jahrhunderts, ein Zentrum der demokratischen Studentenbewegung. Während des Studiums begeistert sich der junge Duden am Gedankengut und am gesellschaftlichen Engagement der Burschenschaften. Er schließt sich der bürgerlich-demokratischen Korporation Germania an.
Man kann annehmen, dass Duden mit dem Herannahen der Revolution immer weniger Zeit für sein Studium aufwendet. Als im Februar 1848 in Deutschland die Nachricht vom Sturz des Bürgerkönigs Louis Philippe und von der Ausrufung der Französischen Republik eintrifft, ist die Begeisterung des Volkes groß. Nur wenige Tage später beginnen die ersten Aufstände und Demonstrationen in den westlichen Gebieten des heutigen Deutschlands. Bis Mitte März erreicht die Revolution auch Berlin und Wien. Konrad Duden sympathisiert mit den Ideen der Revolution und nimmt auch an Demonstrationen in Bonn teil. Am 21. März 1848 versammeln sich die Revolutionäre in Bonn zu einer großen Demonstration. Neben Studenten und Professoren nehmen auch viele Bürger der Stadt teil. Noch im September des Revolutionsjahres 1848 muss Duden nach nur 4 Semestern sein Studium in Bonn ohne Examen abbrechen. Die Gründe sind wahrscheinlich wieder finanzieller Art. Und der Traum der Revolutionäre von einem geeinten Reich und einer gemeinsamen Hauptstadt zerplatzt. Auch im Mittelalter gab es keine eigene deutsche Hauptstadt und so konnte sich auch keine Leitmundart ausbilden. Die dialektale Vielfalt ist so lange kein Problem, wie Latein die allgemein anerkannte Hochsprache ist. Das beginnt sich aber im Hochmittelalter zu ändern. Zwar ist Latein bis in die Neuzeit hinein die Sprache der Wissenschaft und der Kirche. In den weltlichen Bereich dringt aber die deutsche Sprache immer mehr ein, auch in die Dichtung, wo zunehmend weltliche Themen behandelt werden. Und die Dichter tun das in immer stärkerem Maß auf Deutsch. Germanische Heldensagen, historische Schilderungen und vor allem die aus Frankreich kommenden Geschichten von König Artus und seiner Tafelrunde waren in Mode. Dichter aus dem Ritterstand, wie Wolfram von Eschenbach oder Neidhardt von Reuenthal, versuchten als Erste, eine überregional verständliche Hochsprache zu erschaffen, die der höfisch-ritterlichen Welt entsprach. Mit Liedern und Epen, die aus Zehntausenden von Versen bestanden, zogen Minnesänger wie Walter von der Vogelweide von Burg zu Burg. Sie besangen das christliche Ideal des edlen, zivilisierten Kriegers, der Kampfesmut mit Nächstenliebe und Gefolgschaftstreue verband. Die Sagen, zum Beispiel das Nibelungenlied, vor allem aber die Sagen um die Ritter von der Tafelrunde, faszinieren die Menschen, weil sie in diesen Geschichten sich selbst und ihre gesellschaftlichen Verhältnisse gespiegelt sehen. Ihre Blütezeit hat die mittelhochdeutsche Literatur zwischen 1150 und 1250. Und in den Werken dieser Zeit zeigt sich auch zum ersten Mal der Wille nach einer vereinheitlichten deutschen Schriftsprache. Aus dieser Zeit ist auch das erste deutsche Liebesgedicht erhalten. Du bist mien, ich bin dien, des sollt du gewiss sehen. So steht es in einem Text aus dem 12. Jahrhundert, der an eine Tegernseer Handschrift angefügt ist. Da der lateinische Brief von einer Nonne verfasst und an einen Kleriker gerichtet war, nimmt man an, dass die Verse am Schluss eine persönliche Liebeserklärung an den Empfänger waren. Ende des 13. Jahrhunderts kommen verschiedene Faktoren zusammen. Die Stauferherrschaft geht unter, die Epoche der Kreuzzüge endet und dadurch verliert auch das Rittertum seine kulturprägende Kraft. Für die Literatur hat es zur Folge, dass die kurze Blüte der mittelhochdeutschen Literatur verwelkt. Zu dieser Zeit fand sich die deutsche Sprache aber auch schon in Gesetzestexten. 1210 erschien der Sachsenspiegel in deutscher Sprache. 25 Jahre später kam das erste Reichsgesetz in deutscher Sprache heraus, der Mainzer Landfrieden. Eine einheitliche und verbindliche deutsche Rechtschreibung wird es aber auch zu Konrad Dudens Zeiten immer noch nicht geben. Ein Motor der Revolution von 1848 ist das Bürgertum, das schon vorher die Entwicklung der deutschen Sprache intensiv geprägt hat. Denn schon in den spätmittelalterlichen Städten wurde der Einfluss des Bürgertums und der Handwerker immer größer.
Bei Geschäften reichte jetzt der Handschlag nicht mehr aus. Immer mehr musste schriftlich festgehalten werden. Das konnte man aber nicht besonders gut auf Latein, da nicht alle diese Hochsprache beherrschten. In den Schreibstuben Süddeutschlands wechselte man deshalb bereits in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zu Deutsch. In den Kloster- und Domschulen diente Deutsch nur als Hilfssprache in den unteren Klassen. Später kamen aber die sogenannten Lateinschulen dazu. Und trotz ihres Namens bekam Deutsch dort einen bedeutend größeren Raum im Unterricht. Und es wurde auch mehr Alltagswissen vermittelt. Ganz ohne Latein kamen die privat gegründeten gemeinen oder deutschen Schulen aus. Sie wurden auch Klipp- oder Winkelschulen genannt. Der Besuch war kostenpflichtig und konnte bar oder in Naturalien beglichen werden. Nach dem Abbruch seines Studiums nimmt Duden zunächst eine Stelle als Hauslehrer bei der Familie des Senators Eduard Franz Suchet in Frankfurt am Main an. Frankfurt ist seit 1816 Sitz des Deutschen Bundes. So ist es auch kein Zufall, dass hier am 18. Mai 1848 das erste gesamtdeutsche Parlament zusammentrat, um die deutsche Einheit und eine gemeinsame Verfassung vorzubereiten. Für Konrad Duden war die Zeit in Frankfurt eine Zeit kultureller, gesellschaftlicher und auch intellektueller Anregungen, die er wahrscheinlich so in seinem Elternhaus nicht erfahren hatte. Fast 6 Jahre bleibt Konrad Duden bei der Familie Suchet. Er begleitet sie auf längere Auslandsaufenthalte in die französische Schweiz und nach England. Der Naturliebhaber Duden kann hier seinen Horizont erweitern und seine Sprachkenntnisse verbessern. Neben seiner Tätigkeit als Hauslehrer führt er jedoch seine abgebrochenen Studien fort. In dieser Zeit hat Duden wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben keine finanziellen Sorgen. Doch noch immer hat er kein Examen in der Tasche. Deshalb gibt er 1854 mit 25 Jahren die Stelle als Hauslehrer wieder auf. 1854 geht Konrad Duden nach Bonn zurück, um dort sein Staatsexamen abzulegen an der Universität. Und er besteht es auch im Ganzen befriedigend. Er erhält eine uneingeschränkte Lehrbefähigung für Französisch und philosophische Propädeutik. Und die Lehrbefähigung für Latein und Griechisch erhält er nur für die unteren Klassen und darf es dann erst mit Nachweis weiterer Studien auch in höheren Klassen unterrichten. Mit dem erfolgreichen Examen geht er nach Soest, wo seine Familie inzwischen wohnt. Ostern 1854 tritt er seine erste Stelle im Schuldienst an, als Lehramtskandidat am Archigymnasium. Die Episode am Archigymnasium wird nur von kurzer Dauer sein, aber hier beginnt die Karriere des Konrad Duden. Aufgrund seiner Bildung, seiner Welterfahrung und der Gabe, junge Menschen durch Begeisterung zu erziehen, entwickelt er sich zu einem hochqualifizierten Pädagogen. In den nächsten Jahren wird Konrad Duden nicht nur helfen, das klassische Schulsystem weitreichend zu modernisieren. Er wird auch die deutsche Sprache reformieren und damit einen Prozess in Gang setzen, der bis zum heutigen Tag anhält.